diesem Kanal. Ich freue mich, dass du mal wieder dabei bist. Heute gibt es eine neue Runde What's. Ihr kennt das Spiel ja alle schon. Wir schauen uns jetzt an, was denkst du, schlägt Google hier vor, während ich noch hier ein bisschen mit der Lampe schaue. Das bedeutet, wie alt wurden. Und wir müssen jetzt überlegen, was könnte uns Google hier vorschlagen, was wir suchen sollen. Zum Beispiel die Maya. Die Neandertaler. Oh Gott. Neandertaler, was macht mein Dingensender? Dammit. Wie alt wurden die Ältesten? Nee, warte mal, die Dinosaurier. Ich hatte erst schreiben wollen, die ältesten Menschen auf der Welt, aber auf der Erde. Wie alt wurden Neandertaler? Dinosaurier, Mammuts, Wikinger, die Römer, die Menschen vor 2000 Jahren. Es ist also, ja, ohne der, die das vorne. Oh Mann. Es ist kalt. Warm. Ey, das ist manchmal schön. Es ist nur eine Faserhase. Kompliziert der Osten in den Medien. Einfach passiert. Mainz. Alles nur geliehen. 5 vor 1933. Es ist soweit. Es ist alles eitel. Es ist an der Zeit. Nicht leise in meinem Kopf. Okay. Ich stehe auf. Männer. Frauen. Jetzt ist es weird. Tiere. Die Straße hat meine Augen auf MP3, auf dem Schlauch. Ich stehe auf dich. Logisch. Bergbauern, Boam. Okay. Dem Schlauch, Englisch, dem Schlauch, Bedeutung. Große Frauen, ältere Männer, Französisch. Okay. Was hilft gegen Kopfschmerzen? Na komm, das muss doch jetzt. Dankeschön. Hals. Schmerzen. Fieber. Erkältung vielleicht allgemein. Oh Mann, was hilft gegen Übelkeit. Ich hätte noch Liebeskummer zum Beispiel im Kopf gehabt. Als meine ich Krankheit, Übelkeit. Aber ist Liebeskummer. Also, keine Ahnung, das ist so eine typische Sache, weil in unserer Gesellschaft halt immer wieder Thema. Dammit. Wespen, Sodbrennen, Dünnpfiff, Mücken, Verstopfung, Mückenstiche, Muskelkater. Okay. Weltmeisterschaft, so, jetzt geht's hier aber ab wie Schmitz' Katze. 2018 Russland. 2014, ganz wichtig. 2010, 2006, 2002 vielleicht noch Japan und Korea, also Südkorea. Schade, boah. Wir könnten noch 1954. Das Ding ist, ich denke halt zu sehr an nur Fußball jetzt gerade. Das ist halt dumm. Und auch da nur an Männerfußball. Wir könnten aber auch 2026 nehmen noch. Ha! 1990, damit. 2020, ja gut, ist keine Fußball-Männer-Weltmeisterschaft. Ich weiß natürlich nicht, was da war. Da sollte eigentlich die EM stattfinden, diese paneuropäische EM. Die ist ja erst 21 dann gewesen. Weltmeisterschaft Deutschland, Englisch 1990, krass. Das 1990, klar, ist der vorletzte Titelgewinner, aber dass der auf 1 ist. Wie groß ist die Freiheitsstatue? Ja, das war klar. Wie groß ist, boah, die Mona Lisa vielleicht? War ich erst dieses Jahr? Schade. Wie groß ist die vor allen Dingen. Die.
Boah, wie groß ist die größte Frau der Welt? Ah, das ist cool. Ich freue mich immer, wenn solche langen Sachen tatsächlich dabei sind. Das finde ich immer nice. Das ist immer piu, piu, piu. Wie groß ist die? Es wird nicht dabei sein, aber es Golden Gate Bridge. Ja, da habe ich mir fast gedacht, dass das nicht dabei ist, um early zu sein. Boah, was könnte noch dabei sein? Wie groß ist die? Ich überlege gerade halt irgendwelche Sightseeing-Sachen mit die immer. So, also so Gebäude, Gebilde, Statuen. Wie groß ist die Mannequin Piss? Nee, natürlich nicht. Wie groß ist die Eifel? Vielleicht. Wie groß ist die Niederlande? Einfach weil mir auch tatsächlich nichts anderes einfällt. Oder die USA natürlich. Die USA wäre dabei. Die USA wäre dabei gewesen. Die Erde, natürlich die Sonne, die größte Spinne der Welt, die Ukraine, Gebärmutter, ISS. Die USA. Und die Nosferatu-Spinne. Der Mond. Der, die, das. Nein, ich glaube, ohne das A, das S geschrieben. Nein. Die Buchspaziere, die wilde Roboter. Der wilde Roboter. Der Tour. Ah ja, Eisanbieter. Der liebe Verfallen, der Aktionär. Der Herr der Ringe, die Ringe, der Macht, der Pass. Der Schacht 2, der goldene Handschuh, der Herr der Ringe. Das Gegenteil von. Oh Gott. Das war schon mal sowas, glaube ich. Das hatten wir schon mal. Und ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich da googeln soll oder beziehungsweise suchen soll. Das Gegenteil von klug. Logisch, es ist unlogisch, aber ist egal. Ich weiß gerade wirklich nicht. Das Gegenteil von beschränkt. Unbeschränkt. Abgedroschen. Held, Antiheld. Durstig. Schlecht, gut. Gut ist gut gemeint. Lustig, anspruchsvoll, anspruchslos. Unbezahlbar, bezahlbar. Spaß. Kein Spaß. Empathie, okay. Okay. Wie wird man zu einer Legende? Wie wird man zu einer wichtigen Person? Vielleicht. Wie wird man zu einer besseren Person? Also besser im Sinn von menschlich halt besser. Wie wird man zu einer Göttin? Wie wird man zu einer Pastorin? Pastorin. Nee, also wie wird man zu einer Chefin? Wie wird man zu einer Ärztin? Wie wird man zu einer Anwältin? Hexe, Meerjungfrau, Frau, Fashion Show eingeladen, Nonne, Fee, Gala eingeladen, Führungskraft, Katze. Rauchen ist ungesund, uncool, schlecht, nicht gut. Wahrscheinlich ist jetzt was anderes da. Tödlich, gesund, Studie. Wie lieben. Gesund, Werbung. Gesund, tödlich, Niederländisch. Schädlich, cool. Tödlich, Bilder. Okay. Wohin mit dem Stroh? Wohin mit dem Bargeld? Wohin mit dem Müll? Müll, 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 Müll. Wohnmobil im Oktober in Deutschland. Poolwasser, Handy beim Joggen. Ich habe es tatsächlich immer in der Hand, weil ich diese Dinge am absolut ätzend finde. Kartoffelkraut, Deutschland-Ticket, Wohnmobil im Oktober, Wohnmobil, Wohnmobil im September, Heckenschnitt, Hund im Urlaub. Ich merke, das Wohnmobil ist eine relevante Sache hier. Voll in die. Oh ja.
das hatten wir auch schon mal. Da habe ich schon mal gesagt, voll in die Fresse, voll in die Fresse. Bei Hangover 1, wo die getasert werden, so tschu, voll in die Fresse. Voll in die Weichteile. Okay, krass, damit habe ich nicht gerechnet. Das war eigentlich nur so ein Gag-Ding. Okay, dass das jetzt dabei ist, habe ich null erwartet. Voll in die 12. Ne, voll in die. Voll in die, voll in die, voll in die. Keine Ahnung. Voll in die KE. Nüsse. Voll in die Birne. Futterluke. Eisen gehen. Hose. Presse. Eisen. Hose gegangen. Hose machen. Ja, okay, ich mache mir jetzt auch in die Hose, ehrlicherweise. Und zwar dann, wenn ihr das Video nicht liked. Deswegen tut mir doch gerne den Gefallen und unterstützt mich auf diesem Video. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuschauen. Ich hoffe, dir hat es mal wieder ein wenig gefallen. Wenn ja, lasst es mich doch gerne wissen. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Video. Mach's gut. Ciao.